Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin2.de Prios. Ja, ein vollkommen fremder Char, den habe ich auch nicht erstellt, sondern meine Schwester, die hat früher auch mal Metin gespielt, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, auf jeden Fall. Aber ist halt auf einem Account von mir drauf und hier sind ein paar Energiesplitter drauf. Ich habe eben schon ein Tutorial gemacht, wie man diese herstellt, für die Leute, die es noch wissen möchten. Und ja, ich habe jetzt ein paar Energiesplitter über, ich brauche Energiekristalle und ich habe mir gedacht, komm, nutze das und mach's ein Let's Play draus. Da ich halt einfach gerade sehr stark gucken muss, dass ich meine Let's Plays zusammenbekomme, damit ich dann wirklich jeden Tag eins liefern kann. Ein paar von euch wissen ja auf jeden Fall, dass ich jetzt, also nebenbei mache ich die Energiesplitter jetzt auf jeden Fall, dass ich ja jetzt meine Ausbildung angefangen habe und ja, die erste Woche war jetzt sehr, sehr chaotisch. Ich bin teilweise um 20 Uhr zu Hause gewesen und dann war ich froh, dass ich einfach nur noch schlafen konnte. Und da habe ich wirklich nichts mehr gemacht. Ich stehe um 5:30 auf und ja, bin dann um 19 Uhr oder 20 Uhr zu Hause. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr lange. Und ja, gerade hat der erste geklappt. Energie 3 ist okay. Ist halt sehr krass im Moment. Dafür ist der Vorteil, dass ich so lange Tage habe, ist, dass ich nur 4 Tage in der Woche dann halt arbeiten muss, beziehungsweise zur Schule. Also das ist eine schulische Ausbildung. Dann habe ich halt Freitag, Samstag, Sonntag frei. Und da werde ich dann schauen, dass ich genug Let's Plays mache. Zweiter Energiekristall. Genau. Super. Am Wochenende bzw. am Freitag schon werde ich dann gucken, dass ich Let's Plays auf jeden Fall auch aufnehme für danach die Woche. Die werde ich dann auch am Wochenende alle rendern und denke ich mal auch hochladen, so dass ich unter der Woche, wo ich dann halt zur Ausbildung muss, nur noch die Videos online stellen muss. Das werde ich dann halt morgens oder abends machen. Mal schauen, wie das klappt. Aber auf jeden Fall wird das halt Montag bis Donnerstag nicht klappen, dass ich da irgendwelche Let's Plays mache. Weil wenn man so 15 Stunden unterwegs ist, da ist man schon kaputt. Also da dürft ihr mir nicht böse sein, falls es mal vorkommt, dass da kein Let's Play kommt. Diese Woche sind ja, ich glaube, an 2 Tagen keine Let's Plays gekommen. Das war jetzt aber die Jungfernfahrt, würde ich mal so behaupten, dass wo ich halt testen musste, wie was klappt und so weiter. Und ich denke, jetzt weiß ich es. Und ja, jetzt würde es halt so kommen, dass ich es, denke ich mal, ganz gut vorbereite. Ich habe ja jetzt auch schon, oder bin jetzt gerade beim zweiten dran. Ich hoffe, dass wir heute noch das eine oder andere Let's Play drehen, da wir gerade am Leveln sind, X-Fossi. Ich weiß aber noch nicht, ob ich da noch viel verrate. Auf jeden Fall sind wir auch schon gut dabei. Und der zweite 7er Kristall. Ich kann euch einfach mal erzählen. Also, die Ausbildung ist in Köln. Und ja, Köln ist halt vom Verkehr her eine echt beschissene Stadt. So heftig beschissen. Zweiter 10er Kristall. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was das für ein Chaos ist. Ich habe überlegt, da mit dem Auto hinzufahren. Werden wir wahrscheinlich auch machen. Da jemand direkt aus meiner Stadt kommt, das wird dann billiger sein. Ist das schon der dritte? Ja, tatsächlich. Der dritte 10er Kristall. Da wird das halt billiger sein als mit der Bahn. Mit der Bahn bezahle ich halt momentan
206 Euro für die Monatskarte. Das ist nicht wenig. Ja, besonders als mich, für mich. Ja, das ist, muss man halt gucken, wie man da klarkommt. Ja, auf jeden Fall, oh, schon wieder einer, ein Fünfer. Ja, auf jeden Fall ist das sehr, sehr beschissen da. Ich muss zweimal im Bus umsteigen, damit ich überhaupt nach Köln Zollstock komme. Ja, aber auf jeden Fall den ersten Tag muss ich mich da ein bisschen durchfragen, da ich in Köln Ehrenfeld ausgestiegen bin. Und ja, auf der Karte war es zwar so, dass die Bushaltestelle direkt am Bahnhof drin ist. Bin aber die falsche Seite dem Bahnhof rausgegangen und bin dann total rumgeirrt. Und habe ich halt ein bisschen durchgefragt und die Kölner sind doch schon sehr, sehr nett. Das bin ich halt nicht so gewohnt, wenn ich in der Stadt bin. Komme ja eigentlich aus dem Dorf, da bin ich schon gewohnt. Da kennt ja irgendwie jeder jeden. Aber in Köln ist es auf jeden Fall nett, wenn der Verkehr nicht wäre. Aber ja, auf jeden Fall kann ich euch auch noch eine Geschichte erzählen. Ich bin, wie gesagt, ich war von um 8:30 fängt die Schule an, muss aber um 5:30 aufstehen. Könnt ihr euch vorstellen, wie lange das dauert, mit dem Zug zu fahren? Und ich meine, ich wäre so um, ja, 5:30 oder so im Zug drin gewesen. Und ohne Scheiß, da war da. Hey, da schubst du ja meinen Laden weg. So ein Arsch. Auf jeden Fall. Ich komme da rein und eine Frau mit Kinderwagen, die ohne Scheiß mitten im Zug, ne, in so einen Vierer den Kinderwagen reinstellt, dass sich da niemand setzen kann. Und der Zug war voll, komplett voll. Zieht dann ihr Kind alles aus, wechselt dem die Windel mitten im Zug, ne, und schmeißt einfach die Pampers in den Mülleimer. Nicht mal eine Tüte drum oder so, ne? Einfach im Mülleimer. Der Zug hat so bestialisch gestunken, obwohl die Fenster offen waren. Zumindest teilweise, da gehen ja nicht alle auf. Aber ich hatte das Problem, dass ich direkt neben dem Mülleimer stand. Das war so geil. Ich hatte Tränen in den Augen und dann, ohne Scheiß, ich stand mindestens eine halbe bis 40 Minuten neben diesem scheiß Mülleimer. Und ja, als ich zu Hause war, erstmal ganze Klamotten ausgezogen, weil es einfach so ekelhaft war. Und ja, direkt mal geduscht. War halt nicht so dolle. Aber bisher bin ich ganz zufrieden mit der Schule und so weiter. Also ich glaube, da gehen so 300 Schüler drauf. Und durch Differenzierungskurse lernt man da halt viele von kennen. Und boah, die ziehen halt alle am selben Strang, da die halt einfach die bestmögliche Ausbildung machen wollen. Was ich auch sehr, sehr geil finde. Ja, da lernt man halt schon viele in der ersten Woche kennen. Und es ist schon wirklich geil. Halt, die Schule an für sich hat ein super geiles Equipment. Wir haben zum Beispiel einen Raum, wo keine PC stehen, sondern nur Macs. Also, weil man einfach in die Schicht, wo ich halt rein möchte, den Umgang mit einem Mac braucht und den Umgang mit einem normalen PC. Man weiß ja nicht, was der Arbeitgeber hat und so weiter. Und ja, von der Seite aus ist es dann auch wichtig, dass man da da es lernt, mit beiden zu machen, halt die verschiedenen Arbeitsschritte und so weiter. Wir haben auch angefangen, Webseiten zu machen. Das heißt, über HTML sagt nicht jeden was, aber ja, halt so den Aufbau. Wenn man ein bisschen Excel kann, dann kann man sich das schon eher vorstellen. Man muss da halt ein paar Befehle schreiben und so weiter. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
Und macht mir bis jetzt auch noch sehr viel Spaß. Ja, das Ding ist halt nur, dass man da halt sehr, sehr viel am PC sitzt. Wirklich sehr, sehr viel. Und wenn ich dann nach Hause komme und dann irgendwie noch einen Computer einschalten würde, ich glaube, dann hätte ich nach einer Woche so heftige Augenschmerzen, dass ich erstmal nicht mehr spielen könnte. So weit will ich es halt nicht kommen lassen. Deswegen ist dann halt die Tage über dann nur die Let's Plays öffentlich stellen und das war's dann erstmal. Ich glaube, da muss ich mich erst dran gewöhnen. Und ja, wir machen jetzt gerade die letzten Kristalle oder den letzten Kristall versuchen es zumindest. Dann gucken wir mal unsere Ausbeute an, fehlgeschlagen, aber 4 5er Energiekristalle, ein 3er, 3 10er und 2 7er. Ich glaube, bei circa 1000 Splittern ein bisschen mehr. Aber ja, könnte mehr sein. Ist aber, denke ich mal, ganz okay. Also, ich sollte mich nicht beschweren. Ja, dann war's das jetzt erstmal. Ich werde schauen, dass ich auf jeden Fall noch das ein oder andere Let's Play heute aufnehme. Dann aber natürlich versetzt öffentlich stelle. Da ich, wie gesagt, halt gucken muss. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich bin raus. Bis denne. Grüße, Fossi.